In diesem Video geht es um das, was zwischen unserem Gehirn und dem Rest der Welt liegt, unsere Hirnhäute. Wir gucken uns an, wie sie das Gehirn ziemlich genial schützen, wie sie dafür aufgebaut sind, also ihre Anatomie, und aber auch, warum der Schutz der Hirnhäute dem Gehirn manchmal auch zum Verhängnis werden kann. Moin, ich bin Janis und hier auf dem Kanal versuche ich zu erklären, wie das Gehirn aufgebaut ist, wie das Gehirn funktioniert. Das war noch nie so schwierig wie bei diesem Video. Ich habe schon ein paar Mal versucht zu filmen, aber seit 20 Stunden hat draußen ein ziemlich heftiges Unwetter getobt. Beim ersten Versuch war der Keller vollgelaufen, beim zweiten Versuch der Strom ausgefallen. Jetzt dritter Versuch, ich hoffe, jetzt klappt's. Aber das passt eigentlich gar nicht so schlecht zum Thema des Videos, denn die Hirnhäute sind tatsächlich hauptsächlich da, um unser Gehirn vor den ganzen physikalischen Herausforderungen der Welt da draußen zu schützen. Da stellt sich vielleicht die Frage, brauchen wir dafür überhaupt die Hirnhäute? Wir haben doch schon unseren wunderbaren, harten, knöchernen Schädel. Die Hirnhäute liegen dann zwischen Gehirn und Schädel, aber braucht es die wirklich? Naja, wenn wir das Gehirn einmal so ganz genau angucken, dann ist das wirklich wahnsinnig empfindlich. Also wenn wir es so nehmen würden und hier einfach hinlegen würden, dann ist es so weich, dass es allein durch sein eigenes Gewicht mit der Zeit sich selbst zerquetschen und fast so zerfließen würde. Wenn wir uns also vorstellen, dass so ein Gehirn, wenn wir uns den Kopf anstoßen, einfach so gegen eine Wand knallt, das ist offensichtlich sehr schlecht, da würde das Gehirn direkt kaputt gehen. Deswegen haben wir den Schädel außenrum und wenn jetzt der Schädel stattdessen gegen die Wand knallt, dann klingt das ja erstmal vielleicht ein bisschen besser. Aber eigentlich ist dem Gehirn damit auch nicht viel geholfen, denn das bewegt sich ja im Schädel einfach weiter und knallt dann zwar nicht mehr direkt gegen die Wand, aber dafür von innen gegen den Schädelknochen, der ist auch ziemlich hart, da geht das Gehirn auch dran kaputt. Und genau da kommen die Hirnhäute ins Spiel. Die kann man eigentlich ziemlich gut vergleichen mit so einem Anschnallgurt, mit so einem Sicherheitsgurt vom Auto. Also gucken wir uns wieder ein Auto an. Ein Auto, was hier gegen die Wand fährt, hoffentlich nicht zu schnell, aber was gegen die Wand fährt, das kann vorne erstmal so zerknautschen und den Aufprall hoffentlich auffangen. Und wenn wir da drin sitzen und aber nicht angeschnallt sind, dann hilft uns das reichlich wenig. Dann bewegen wir uns weiter und fliegen dann gegen die Windschutzscheibe oder sogar durch die Windschutzscheibe durch. Das ist schlecht. Aber wenn wir angeschnallt sind, zerknautscht das Auto vorne, fängt also diesen Aufprall auf und wir bleiben hoffentlich ziemlich sicher in unserem Sitz im Auto drin fixiert. Das ist ziemlich genau das Gleiche, was die Hirnhäute in unserem Schädel für unser Gehirn tun. Und weil unser Gehirn aber so wahnsinnig empfindlich ist, hat die Evolution, hat die Natur über die Jahre hinweg herausgefunden, dass es eine Sache gibt, die noch besser ist als ein Anschnallgurt. Das sind anscheinend drei Anschnallgurte. Deswegen haben wir drei Hirnhäute, die sich so zwiebelschalenartig, so lamellenartig übereinander legen, um das Gehirn außenrum. Und die gemeinsam das Gehirn schützen. Jede dieser Hirnhäute, also das sind alles so Bindegewebsschichten, und jede dieser Bindegewebsschichten hat unterschiedliche Eigenschaften und in der Kombi sind die dann ein super Schutz fürs Gehirn. Wir gucken sie uns nochmal einzeln an. Dafür müssen wir natürlich in den Schädel reingucken. Also nehmen wir mal so einen kleinen Ausschnitt hier aus dem Schädel raus, hier so oben ziemlich aus der Mitte. Dann sehen wir hier mit angeschnitten die beiden großen Hälften. Oben drüber die Kopfhaut und den Schädelknochen. Und genau dazwischen, zwischen Schädelknochen und den großen Hälften, da liegen dann die Hirnhäute. Hier jetzt alle drei zusammen grün markiert. Dann gehen wir sie einmal einzeln von außen nach innen durch. Dann haben wir die Dura Mater, die Arachnoidea Mater und die Pia Mater. Auf Deutsch übersetzt wären das die harte Hirnhaut, die Spinngewebshaut und die zarte Hirnhaut. Diese deutschen Begriffe sind nicht so richtig geläufig, also da braucht man eigentlich tatsächlich diese fremdsprachigen Fachbegriffe. Man kann sich's, wenn man ganz viel sagen muss vor allen Dingen, aber ein bisschen leichter machen, indem man das Mater einfach wegfallen lässt und einfach sagt, die Dura, Arachnoidea und Pia. Da versteht auch jeder, was man meint. Wenn man es ganz genau nimmt, dann heißt dieses Mater direkt übersetzt sogar Mutter. Also wortwörtlich wäre es eigentlich zum Beispiel die harte Mutter und ganz innen die zarte Mutter. Keine Ahnung, wo das herkommt. Ist auch egal. Zusammengenommen sind es auf jeden Fall die Hirnhäute. Ein letzter fremdsprachiger Fachbegriff noch, wenn man jetzt Hirnhäute auch auf klug sagen will, dann sind das die Meningen aus dem Griechischen. Das heißt aber übersetzt tatsächlich einfach Häute oder Membran. Also das passt ganz gut. Genug Fachbegriff, Simpelei. Jetzt gucken wir uns die Hirnhäute nochmal einzeln an, von außen nach innen. Das Äußerste, das ist die Dura und die liegt wirklich dem Knochen direkt von innen an. Und wenn man ganz genau hinguckt, dann besteht die Dura eigentlich sogar auch noch aus zwei verschiedenen Blättern.
Einmal das knöcherne Blatt, was wirklich fest verwachsen ist mit dem Knochen. Das ist an der Stelle gleichzeitig auch das Periost vom Knochen. Da gibt es kein eigenes mehr. Und dann dieses innere, das meningeale Blatt von der Dura. Das läuft eigentlich auch überall mit diesem äußeren Blatt erstmal mit. Folgt also einfach innen dem Schädelknochen und kleidet den aus. Wenn das jetzt alles wäre, dann wäre dem Gehirn ja noch nicht so wahnsinnig geholfen damit. Dann würde das Gehirn nicht mehr gegen den Knochen direkt schlagen, sondern halt gegen die Dura. Also wahnsinnig weich ist die aber nicht, also das wird nicht viel bringen. Da fehlt noch diese Anschnallerfunktion und genau dafür spaltet sich an so ein paar Stellen dieses innere Dura-Blatt noch ab und bildet so Bindegewebsschichten, die das Gehirn fixieren. Das ist aber wirklich nur an ein paar ganz großen Stellen, ganz großen Furchen vom Gehirn. Wir sehen, dass die Dura in diese ganzen kleinen Sulci, diese ganzen kleinen Furchen vom Gehirn nicht mit reinzieht. Da bleibt es einfach am Knochen festliegen. Aber die ganz großen Furchen, da zieht es rein, da sind so richtig dicke Bindegewebssepten von der Dura dann drin. Und was sind so die größten Furchen? Naja, die allergrößte ist zwischen unseren großen Hälften, der Interhemisphärenspalt. Da zieht die Dura rein, wirklich einmal von ganz vorne nach ganz hinten, so sichelförmig. Das nennt sich die Falx cerebri. Und so ist das Gehirn schon mal seitlich ganz gut fixiert. Dann gibt es das Gleiche auch noch über dem Kleinhirn und unter dem Großhirn dementsprechend. Wie so ein Dach legt sich das da über das Kleinhirn. Das ist das Tentorium cerebelli. Wörtlich übersetzt wäre das das Kleinhirnzelt. Und es gibt noch ein, zwei mehr solche Dura-Septen. Aber die Vorstellung ist schon mal klar. In verschiedenen Richtungen ist das Gehirn dadurch ziemlich gut fixiert. Die Dura ist dabei ziemlich stabil. Das ist die stabilste von allen drei Hirnhäuten, die stabilste Bindegewebsschicht. Die ist so ganz fest und straff, fast so wie Leder. Oder eigentlich tatsächlich so wie ein Anschnallgurt. Da passt der Vergleich ziemlich gut. Und damit haben wir so eine erste grobe Fixierung des Gehirns im Schädel gewährleistet. Bevor wir zur nächsten Hirnhaut kommen, müssen wir aber bei diesen Dura-Septen, wenn wir da schon sind, noch auf einen anderen Fakt gucken. Da kommen wir nämlich zu einer zweiten Funktion von den Hirnhäuten. Die sind nämlich an vielen Bereichen verbandelt mit der Blutversorgung vom Gehirn. Ganz besonders diese Dura-Septen. Da bilden sich nämlich an manchen Stellen so längliche Hohlräume aus. Einer ist hiermit angeschnitten. Das ist der Sinus Sagittalis Superior. Und der verläuft hier komplett hier oben an der Falx Cerebri lang. Sinus Sagittalis Superior ist sinnvoll benannt. Sinus ist halt so ein Hohlraum. Sagittalis, weil er genau in der Sagittalebene von vorne nach hinten zieht. Und Superior, weil es ganz oben oder der obere ist. Dementsprechend gibt es auch noch einen Sinus Sagittalis Inferior unten in der Falx Cerebri drin. Und es gibt auch noch ein paar andere Sinus hier hinten. Und in diesen ganzen Sinus, da sammelt sich das gesamte venöse Blut vom Gehirn. Also das gesamte Blut, was vom Gehirn wegfließt, das fließt natürlich erstmal in einzelnen Venen im Gehirn raus und oben an der Oberfläche des Gehirns raus. Und dann aber immer zu solchen Sinus hin, tritt in die ein. Und dann leiten diese Sinus das Blut weg, münden letztendlich in der Vena jugularis interna, die hier aus dem Schädel austritt und dann das venöse Blut zum Herzen zurückführt. Damit ist die Dura erstmal abgehakt und wir gucken auf die nächste Hirnhaut, die Arachnoidea. Die liegt wiederum der Dura direkt von unten an. Da ist eigentlich physiologischerweise kein Platz dazwischen, kein Raum dazwischen. Und auch die Arachnoidea, die zieht nicht in die ganzen kleinen Furchen vom Gehirn mit rein. Aber die nächste Hirnhaut, die Pia, die liegt dem Gehirn wirklich ganz eng oben auf an. Die ist direkt mit dem Gehirn eigentlich verwachsen als feinste letzte Bindegewebsschicht und zieht in jede noch so kleine Furche mit hinein. Das heißt ja logischerweise, dass sich dann zwischen der Arachnoidea, die das nicht mitmacht, und zwischen der Pia, die alles mitmacht, ein gewisser Hohlraum bildet. Und dieser Hohlraum, der zieht sich eigentlich um das ganze Gehirn außenrum. Weil der unter der Arachnoidea liegt, heißt das der Subarachnoidalraum. Also die Vorsilbe Sub heißt unter. Und dieser Hohlraum ist aber nicht einfach hohl, sondern es soll ja weiterhin die Aufgabe erfüllt werden, das Gehirn möglichst gut, sicher zu fixieren. Und um das sicher, aber trotzdem ein bisschen flexibel zu machen, gibt es ganz, ganz viele feine Bindegewebsfasern. Genau genommen heißen die Arachnoidaltrabekel. Das sind so ganz viele kleine Bindegewebsfäden, die von der Arachnoidea zu der Pia ziehen und dadurch die Pia und damit das ganze Gehirn an der Arachnoidea überall so ganz fein zu verankern. Also wirklich das ganze Gehirn so ganz filigran überall aufzuhängen, sodass es sich so ein bisschen bewegen kann, aber doch überall einigermaßen fixiert ist. Und weil diese ganzen kleinen Bindegewebsfasern so ein bisschen spinngewebsartig aussehen, kommt daher auch der Name
der Spinnengewebshaut, also die Arachnoidea mater. Und dieser Hohlraum ist auch wirklich nicht hohl, sondern der ist zusätzlich zu diesen Arachnoidaltrabekeln auch noch von Flüssigkeit gefüllt. Ihr ahnt vielleicht schon, welche Flüssigkeit das sein könnte. Das ist der Liquor cerebrospinalis, also unser Hirnwasser. Oft sagt man kurz einfach Liquor. Wir haben ja auch innere Liquorräume im Gehirn drin. Das ist das Ventrikelsystem. Das sieht man hier. Da wird an bestimmten Stellen der Liquor produziert und wird dann weitergeleitet vom inneren in den äußeren Liquorraum. Und der äußere Liquorraum, das ist genau dieser Subarachnoidalraum. Dadurch bildet sich überall um das Gehirn außenrum so ein Flüssigkeitskissen. Und das ist noch eine richtig raffinierte zusätzliche Schutzschicht zu den Hirnhäuten oder die eigentlich mit den Hirnhäuten zusammenarbeitet. Zum einen schwimmt das Gehirn da drin, sodass es nicht einfach unten dem Schädelknochen so aufliegt und sich daran selbst zerquetscht. Und auch wenn irgendwelche Erschütterungen kommen, wenn wir uns den Kopf an der Wand anschlagen, dann polstert das zusätzlich zu den Hirnhäuten das Gehirn ab, dass es sich zwar so ein bisschen flexibel bewegen kann, aber hoffentlich nicht so weit, dass es wirklich irgendwo anprallt und dann Schaden nimmt. Das ist eigentlich eine super clevere Idee. Vielleicht wäre das im Auto auch gar nicht so dumm, aber da funktioniert es halt nicht gut. Denn wenn unser Auto auch mit Flüssigkeit gefüllt wäre, würden wir keine Luft mehr kriegen und die Elektronik fände es wahrscheinlich auch nicht so geil. Aber ja, vielleicht ist der Airbag eigentlich was man gewissermaßen damit vergleichen kann. Nur, dass der Airbag beim Gehirn halt die ganze Zeit da ist und nicht aus Air, sondern aus Flüssigkeit besteht. Naja, ist auf jeden Fall eine wahnsinnig clevere Sache. Mehr Details zu diesem ganzen Liquor-System, zu dem Ventrikelsystem auch im Gehirn drin, gibt es in einem eigenen Video, was ich schon mal gemacht habe. Verlinke ich euch hier. Jetzt gucken wir nur noch kurz einmal darauf, wie der Liquor eigentlich wieder abfließen kann. Denn das ist auch noch Aufgabe der Arachnoidea. Also der wird ja innen drin in Bereichen der Ventrikel produziert. Das heißt, er muss auch irgendwo wieder abfließen können, sonst haben wir irgendwann zu viel davon. Und für diesen Abfluss werden auch einfach diese venösen Sinus genutzt, die wir gerade hatten. Und damit der Liquor aus dem Subarachnoidalraum in diese Sinus hineinkommt, gibt es an vielen Stellen so kleine Ausstülpungen von der Arachnoidea in die Sinus hinein. Das sind so kleine Arachnoidalzotten, so heißen die auch tatsächlich. Eigentlich ganz niedlich. Und diese kleinen Ausstülpungen, die funktionieren eigentlich wie so ein Einwegventil. Da kann einfach der Liquor durch die unterschiedlichen Druckverhältnisse abfiltriert werden und wird dann über das venöse System der Sinus entsorgt. Und wo wir gerade dabei sind, nicht nur der Liquor, sondern auch das ganze venöse Blut muss ja in diese Sinus kommen. Und dafür laufen alle Venen durch den Subarachnoidalraum durch und ziehen zu diesen duralen Sinus hin. Und um da reinzukommen, müssen sie durch die Arachnoidea und dann auch durch die Dura hindurchtreten und entleeren sich dann in die Sinus. Und nicht nur die Venen, sondern auch alle Arterien, die zum Gehirn irgendwie hinwollen, müssen zumindest kurz oder oft sogar über längere Strecken in diesem Subarachnoidalraum entlanglaufen. Das ist tatsächlich relevant, merkt euch das mal für nachher. Das kann nämlich in verschiedenen Fällen auch zum Problem werden. Aber erstmal funktioniert das eigentlich ganz gut. Unsere Arachnoidea freut sich, dass sie ihren Job super macht. Und wir gucken nur noch schnell auf die letzte Hirnhaut. Das ist die Pia Mater. Wie gesagt, die liegt ganz eng dem Gehirn an. Die kann man eigentlich gar nicht vom Gehirn abziehen. So eine ganz feine Bindegewebsschicht. Und ja, die zieht in jede kleine Furche mit hinein. Sogar, wenn die Blutgefäße dann ins Gehirn reinziehen, um das Gehirn mit Sauerstoff und Nährstoffen zu versorgen. Selbst da zieht die Pia dann in so einer kleinen Schicht noch mit rein und verfolgt die Blutgefäße ziemlich weit, bis kurz vor die Kapillaren. Da endet dann die Pia und bei den Kapillaren ist dann die Blut-Hirn-Schranke. Das ist nochmal was anderes. Die wird nicht durch die Meningen gebildet. Eigentlich auch ein spannendes Thema. Mache ich vielleicht auch nochmal ein eigenes Video zu. Aber hier einfach nur merken, die Pia ist sonst so die engste innerste Schicht, die das Gehirn in alle Richtungen schützt und überall mit reinzieht. Damit haben wir schon mal einen ersten guten Überblick über diese drei Hirnhäute. Ein paar wichtige Fakten zu denen kommen noch. Ich will nur einen ganz kleinen Exkurs mit euch machen zu einer kleinen Quizfrage übers Gehirn. Ich kriege nämlich ab und zu den Kommentar, dass die Infos ziemlich eng gepackt sind hier in den Videos. Und ja, ihr könnt sie euch gerne einfach nochmal angucken. Das hilft hoffentlich auch schon, um sich zu merken. Aber was immer hilfreich ist, um sich anatomische Informationen tatsächlich zu merken, ist, die in einem Quiz zu wiederholen. Und das geht super mit dem Sponsor von dem heutigen Video. Auch die ganzen Abbildungen sind von denen. Das ist CanHub. Die haben so eine Quizfunktion und ich will einmal einen Quiz mit euch zusammen angucken. Und zwar das hier. Das sind die inneren Liquorräume, die Ventrikel. Und die Frage ist, welches dieser Bilder zeigt den vierten Ventrikel? Ist es A, B, C oder D? Das habe ich euch in diesem Video ja noch nicht gesagt. Aber vielleicht wisst ihr es schon. Schreibt mir die Antwort gerne in die Kommentare.
Gitarre, dann gucken wir, ob es stimmt. Und ich nutze die Gelegenheit, um euch nur ganz kurz noch zu zeigen, wie man CanUp, zum Teil auch ganz kostenlos, nutzen kann, um Anatomie zu lernen. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ah, Ventrikelsystem, da würde ich gerne einmal was zu nachgucken, dann gibt es einfach die Möglichkeit, auf die Seite von CanUp zu gehen. Da gibt es alles über Anatomie, nicht nur übers Gehirn. Aber ihr könnt zum Beispiel eingeben, Ventrikelsystem. Und dann gibt es hier auch die komplett kostenlose Wissensbibliothek. Könnt ihr draufklicken und dann gibt es einen Artikel mit den Abbildungen und den ganzen Erklärungen zum Ventrikelsystem. Und zusätzlich, für wen das spannend ist, gibt es auch noch Premium-Funktionen. Das sind einmal Videos zu diesen ganzen anatomischen Themen und dann halt auch diese Quiz-Funktion. Premium-Funktion, ihr ahnt es schon, das ist dann dementsprechend nicht kostenlos. Aber wenn das für euch interessant ist mit den Videos und dem Quiz, dann guckt mal in die Videobeschreibung unten. Da habe ich einen persönlichen Rabattcode, mit dem ihr 10% immerhin Rabatt auf die Premium-Pakete bekommt. Und um zurück zu unseren Hirnhäuten zu kommen, gucken wir noch auf eine nächste, letzte Quizfrage. Ich finde ja die Bilder-Quiz-Fragen eigentlich besonders cool, weil die besonders entspannt sind und man so ein bisschen spielerisch das durchklicken kann. Aber es gibt natürlich auch mehr so prüfungsmäßige Quizfragen. Und passend ist diese hier. Welcher der folgenden Nerven innerviert die Dura Mater in der mittleren Schädelgrube? Das könnt ihr jetzt wahrscheinlich noch nicht wissen. Ich verrate es euch. Das ist der Nervus trigeminus. Und das bringt uns zu einem wichtigen Aspekt noch über die Hirnhäute, nämlich deren Innervation und deren Blutversorgung. Okay, erstmal danke an CanUp fürs Sponsern von diesem Video. Aber Innervation und Blutversorgung, das sind immer so Themen, mit denen man mich als Student hätte jagen können, das für irgendwelche Sachen einfach stumpf auswendig zu lernen. Für die Hirnhäute ist das aber tatsächlich ganz interessant, zumindest so im Groben. Sonst hätte ich es nicht in dieses Video gepackt. Und jetzt wissen wir schon mal, dass die Innervation hauptsächlich vom Nervus trigeminus erfolgt. Das kann man sich tatsächlich ziemlich gut merken, denn der Nervus trigeminus, der fünfte Hirnnerv, der ist ja eh der Hirnnerv, der unser Gesicht komplett sensibel versorgt. Und dann ist es ja gar nicht so implausibel, sich zu merken, dass wenn er die Haut außen sensibel versorgt, dass er dann auch die Hirnhäute innen sensibel versorgt. Also gar nicht so kompliziert. Und warum soll das jetzt spannend sein? Spannend ist das, weil das Gehirn selbst überhaupt keine eigenen Schmerzrezeptoren hat. Also das ist irgendwie originell. Zwar nehmen wir den Schmerz und die ganzen sensiblen Empfindungen von unserem Körper ja im Gehirn wahr, aber das Gehirn selbst kann in sich selbst keinen Schmerz spüren. Das heißt, Kopfschmerzen kommen gar nicht vom Gehirn selbst, sondern müssen von den Strukturen außenrum kommen. Also beispielsweise von unseren Hirnhäuten. Denn die sind über den Nervus trigeminus tatsächlich sehr, sehr feinsensibel versorgt. Da gibt es einige Schmerzrezeptoren drin. Und zum Beispiel beim echt häufigen Migränekopfschmerz ist genau das der Fall. Das ist unter anderem so eine vorübergehende Durchblutungsstörung von den Hirnhäuten, die da das Problem ist. Und durch diese Durchblutungsstörung kommt es dann zu einer Reizung der Schmerzrezeptoren in den Hirnhäuten und dadurch entsteht dann dieser Migränekopfschmerz. Damit wissen wir schon das Wesentliche zur Innervation der Hirnhäute. Es fehlt noch die Blutversorgung. Auch die Hirnhäute müssen ja irgendwie mit Blut versorgt werden. Insbesondere die Dura ist da relevant. Dafür gibt es ein paar Arterien, aber die größte davon und die ganz entscheidende, weil sie auch diejenige ist, die am ehesten mal Probleme machen kann, ist die Arteria meningea media. Die kommt von der Arteria carotis externa, von der äußeren Halsschlagader, muss also noch von außen nach innen in den Schädel hineinziehen. Das macht sie durch das Foramen spinosum. Das Foramen spinosum, eins dieser ganzen unzähligen, unsäglichen Löcher in der Schädelbasis. Es gibt ja für jedes einzelne Loch eine Merkhilfe, was da durchzieht. Beim Foramen spinosum kann man sich das so merken mit dem Spruch, wer Meningitis hat, der spinnt. Aus dem Spruch, nicht wörtlich nehmen, aber aus dem Spruch kann man rausziehen, Meningitis steht für die Arteria meningea media und Spind steht für das Foramen spinosum. So weiß man Arteria meningea media und sogar auch der Ramus meningeus als einer der Endäste vom Nervus trigeminus, was wir gerade hatten als sensible Versorgung, die ziehen durch das Foramen spinosum hindurch und dann zu den Hirnhäuten hin. Und was bei dieser Arterie ganz cool ist, wenn man sich so einen Schädel von innen anguckt, dann zieht die hier rein und dann verbreitet die sich überall zwischen Dura und Schädel und hinterlässt dabei ganz eindrückliche Abdrücke in ihrem Verlauf. So kann man echt gut sehen, wo diese Arterie so langläuft. Und das weist uns auch auf ein Problem leider hin, das ist von der Natur, so clever das auch alles konstruiert ist, leider irgendwie ziemlich schlecht gemacht. Denn die Stelle, wo sie hier lang zieht, das ist gleichzeitig mit die dünnste Stelle von unserem gesamten Schädelknochen. Also eine, die am schnellsten mal mit brechen kann und dann halt genau diese Arterie damit verletzen kann. Und weil es eine Arterie ist, ist da der Druck, der Blutdruck drin ziemlich hoch. Das ist also gefährlich und problematisch und kann dann zusätzlich zu der Schädelfraktur
zu einem Hämatom führen. Und da kommen wir auf das letzte Thema, nämlich das, wo die Hirnhäute manchmal auch irgendwie zum tragischen Helden werden können, nämlich wo die Kombination ihrer Schutzfunktion vom Gehirn mit der Funktion bei der Blutversorgung zu Problemen führen kann. Also erster Fall von eigentlich drei, hier von ganz außen gesehen, wenn die Arteria meningea media verletzt ist, dann blutet das an der Stelle ein, wo sie liegt, also zwischen Schädelknochen und der Dura. Das liegt also dann über der Dura und heißt dann dementsprechend Epiduralhämatom. Epi als Vorsilbe heißt aus dem Griechischen darüber, also das Hämatom über der Dura. Das nächste Level, wo die Kombi von Hirnhäuten und Blutversorgungsführung zum Problem werden kann, ist eins darunter, also unter der Dura. Aber über der Arachnoidea, da ist ja eigentlich kein Platz zwischen, ne? Die liegen direkt aneinander an. Aber da müssen ja diese kleinen Venen durch, die aus dem Subarachnoidalraum in die Sinus hinein wollen. Und diese kleinen Venen, so kleine Brückenvenen, müssen diesen Raum, der eigentlich nicht existiert, überbrücken. Wenn jetzt aber gerade bei irgendwie einer Erschütterung des Kopfes, wenn diese Brückenvenen schon zu empfindlich sind, da so eine kleine Verschiebung der Hirnhäute aneinander ist, dann kann es sein, dass die Brückenvenen da abreißen. Und dass dann so eine venöse Sickerblutung zwischen die Dura und die Arachnoidea hineinblutet, also unter der Dura, deswegen dann Subduralhämatom. Und weil die Blutung venös ist und nicht arteriell, kann das oft sehr viel langsamer gehen, so über Tage hinweg, bis das irgendwann auffällig wird. Und gucken wir als letztes nochmal eine Stufe tiefer unter die Arachnoidea in den Subarachnoidalraum. Da müssen ja alle Blutgefäße irgendwie durchlaufen und da kann es manchmal ein Problem werden, dass sich an den Arterien, insbesondere an der Schädelbasis, so Aneurysmen, so kleine Aussackungen bilden können. Und wenn eins davon platzt, dann ist das Ganze ja nur noch von dem Liquorraum, von dem Subarachnoidalraum umgeben. Nicht wie sonst am Körper, dass irgendwie noch Bindegewebe und viele andere Dinge außenrum sind. Das heißt, wenn da so eine Arterie, so ein Aneurysma platzt, dann kann das direkt in diesen Subarachnoidalraum hineinbluten und sich dort verbreiten. Das ist jetzt nicht wirklich Schuld der Hirnhäute, aber sie können da halt auch nicht so richtig viel tun, um das zu verhindern. Das sind also in diesen drei Ebenen Epiduralhämatom, Subduralhämatom und Subarachnoidalblutung drei Stellen, wo die Hirnhäute in der Kombi mit der Funktion der Blutversorgung halt leider dem Gehirn auch Probleme bereiten können. Aber wir wollen unsere Hirnhäute jetzt nicht schlecht darstellen. In aller Regel machen sie ihre Funktion ja wirklich super gut und schützen dieses mega empfindliche Gehirn hoffentlich durch unser ganzes Leben lang hindurch. Das Einzige, was ich mir tatsächlich gerade vorgenommen habe, ist jetzt beim Aufnehmen des Videos, dass für die gefährlichen Situationen, wo sie nicht mehr ausreichen zum Schutz, also zum Beispiel Fahrradunfall, ich jetzt tatsächlich mal wieder einen Fahrradhelm aufsetze und das hoffentlich auch dann langfristig durchziehe. Aber ansonsten danke ich einfach meinen Hirnhäuten für ihre Arbeit. Oh, eine wichtige Sache fällt mir gerade noch ein, die wir vor dem Abschluss noch erwähnen sollten. Denn die Hirnhäute, die ziehen sich nicht nur um das Gehirn außenrum, sondern auch um das Rückenmark. Also aus dem Foramen Magnum, da tritt ja dann das Rückenmark aus in den Spinalkanal. Und die Hirnhäute, die ziehen mehr oder weniger mit dem gesamten Rückenmark mit, teilweise sogar noch weiter, und schützen auch das Rückenmark als ja auch Teil noch des zentralen Nervensystems ebenso vor den physikalischen Erschütterungen. Ein wichtiger Unterschied nur, den es da gibt, ist, dass die Dura, die ja diese zwei Blätter hat, sich aufteilt. Das äußere Blatt, das knöcherne Blatt, das hört am Foramen Magnum auf, bleibt also einfach nur mit dem Schädelknochen verwachsen. Und nur das innere Blatt, das zieht weiter mit dem Rückenmark nach unten. Und daraus ergibt sich dann auch, dass die Dura bei den Wirbelkörpern nicht am Knochen dran liegt, nicht mit denen verwachsen ist, sondern dass es da auch physiologischerweise einen Raum dazwischen gibt. Das ist dann der Epiduralraum ums Rückenmark, also der ist okay, der ist nicht pathologisch. Und ansonsten ist es mit den Hirnhäuten eigentlich ums Rückenmark ziemlich ähnlich. Sie heißen dann da halt Rückenmarkshäute. Ja, ich glaube, das war noch wichtig. Und damit habt ihr hoffentlich einen richtig guten Überblick über die Hirnhäute und ihre Funktionen und ihre Probleme jetzt. Ich habe noch zwei Videoempfehlungen für euch, wenn ihr in die Richtung weitergucken wollt. Zum einen natürlich das Liquor- und Ventrikelsystem. Und zum anderen habe ich auch ein Video schon gemacht über die arterielle Blutversorgung vom Gehirn. Und denkt dran, falls ihr Interesse habt an dem 10% Rabatt für CanHub, dann findet ihr das in der Videobeschreibung. Ich danke euch fürs Gucken und hoffe, wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Ciao.